Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und dann starten wir in die heutige Folge. Gegen Hellas Verona, das wir simulieren werden, dann gegen Empoli werden wir auch simulieren und gegen Olympiakos werden wir dann spielen. Das ist die Aufstellung, mit der wir gegen Hellas Verona spielen werden im Tor. Tatoruschanu, Navas bekommt mal eine Pause. Die Abwehr Hernandez, Duarte, Tomori, Conti. Das Mittelfeld Salemakers, Veloso, Maite und Brahim und vorne Rebic zusammen mit Cavani. Und damit, let's go zum fünften Sieg in dieser Saison. Am Ende gewinnen wir 3 zu 0 durch die Treffer von Brahim, Diaz, Cavani und Rebic. Conti hat eine rote Karte kassiert und mit diesem 3 zu 0 gehen wir in das sechste Spiel gegen FC Empoli. Der FC Empoli ist auf Platz 16, deswegen werden wir auch dieses Spiel simulieren. Mit dieser Aufstellung gehen wir in das zweite Spiel heute gegen FC Empoli im Tor Manio, die Abwehr Emerson, Kadara, Bastoni und Calabria, das Mittelfeld Chiesa, Valeri, Kessié und Barco und vorne Ibrahimovic zusammen mit Cavani. Am Ende gewinnen wir auch gegen Empoli souverän mit 4 zu 0 durch die Treffer von zweimal Cavani, zweimal Barco. Und mal sehen, ob wir jetzt in der Champions League unseren ersten Sieg holen nach 2014. Mit dieser Aufstellung gehe ich in das Spiel mit natürlich Ibrahimovic, allerdings mit Cavani auf der Bank. Giroud startet wieder, Tolisso und Xhaka im Mittelfeld. Im Tor Navas, Bernat Kier, Roman und Udogie bilden die Abwehr und Rebic links. Das ist die Aufstellung von Olympiakos und da kennen wir eine Menge. Hulebas, Valbuena, Fortunis und auch Sokrates. Also eine Valbuena ebenfalls, also eine bekannte Mannschaft, die Auswahl von Piräus. Und wir haben Anstoß. Ich hoffe, wir gewinnen. Let's go. Ab geht's in das zweite Gruppenspiel hier. Als erste haben wir leider Gottes mit 3 zu 2 gegen Atletico verloren. Aber hier wollen wir nun einen Sieg holen im zweiten Gruppenspiel gegen Olympiakos Piräus, weil dann kommen die Liverpooler und es wird auch richtig schwer, zumindest gegen Olympiakos einen Sieg holen. Da kommt direkt mal Ibrahimovic. Ibrahimovic versucht am Torwart vorbei zu dribbeln, aber gut geklärt von Mvila. Jetzt Xhaka mit dem Versuch, kein Problem für Saar im Tor. Semedo. Auch dieser Ball ist ungenau, aber Hulebas rettet den irgendwie noch im Feld. Fokus ist natürlich Ibrahimovic, es könnte seine letzte Saison mit Milan sein. Jetzt Rebic. Schöner Ball auf Ibrahimovic. Ibrahimovic hat jetzt natürlich Platz und da ist er, sein 1:0. Zlatan Ibrahimovic. Seine letzte Saison in der Champions League will er glorreich beenden. Mit der Rückkehr des AC Milan ist natürlich hohe Ziele gesetzt. Allerdings sagt der Trainer, nein, ich möchte mindestens ins Viertelfinale einziehen. Danach können wir auch im Halbfinale ausscheiden. Hauptsache, das Viertelfinale ist bei der ersten Teilnahme erreicht. Und Ibrahimovic macht das 1:0 hier im Bild. Der Trainer, der sehr junge Trainer, 1:0 für den AC Milan. Schönes Tor von Zlatan. So kann es gerne weitergehen hier. Fehlpass. Tolisso. Simon Kier. Romagnoli. Gute Idee, aber da ist Sokrates da. Mvila. Mvila. El Arabi. Stark. Taka. Castillejo. Auf Dalot.
Also in der Mitte ist natürlich Ibrahimovic frei, Dalot, aber er möchte es selber probieren. 2-0, kein Abseits. Diesmal ist Tolisso der Torschütze. Das ist jetzt Fußball. Stark, wie sich Tolisso freispielt, die Lücke sieht und mit Köpfchen das 2:0 erzielt. Damit Tolisso mit seinem ersten Pflichtspieltreffer im Trikot des AC Milan. Das könnte wirklich die Saison des AC sein. Nachdem man bei der letzten Saison ausgeschlossen worden ist und die Meisterschaft geholt hat, spielt man jetzt in der Champions League und liegt mit 2:0 gegen Olympiakos in Führung. Starker Ball auf Giroud. Giroud kann jetzt das 3:0 machen. Bereits nach 32 Minuten 3:0. Es gibt Spiele, die laufen richtig gut und es gibt Spiele, die laufen nicht so gut. Da trifft man gar nicht. Jetzt Giroud mit seinem ersten Treffer in der Champions League, glaube ich. Nein, mit seinem zweiten Tor. Im ersten Spiel hat er auch schon getroffen gegen Atletico. Es läuft richtig gut hier in diesem Pickepacken vollen San Siro, wo AC und im Piakos förmlich an die Wand spielt. Jetzt Chaka. Ole Bas. El Arabi. Aber man hat es schon im ersten Spiel gespielt gegen Monza, im zweiten Spiel gegen Juve, dann auch, dass es die Saison werden kann von Milan. Jetzt wieder guter Ball. Rebic. Der geht drüber. Eine Minute Nachspielzeit hier. Stark von Tolisso, der hier schon eine richtig starke Partie abliefert. Es ist Halbzeit. 3:0 für den AC Milan hier gegen Olympiakos Piräus. Die Griechen kommen zu keinem Schuss. Bruma. Bei ihm ist nicht so viel los. Und auch bei mir ist nicht so viel los. Es ist Halbzeit. Hallo. Ohne Veränderung geht es in das Spiel. 3:0 für den AC Milan. So will ich das sehen. Und ich überlege mir, wenn ich Meister werde, ob ich nicht die dritte Saison auf FIFA 21 präsentiere. Auf PES meine ich. Wäre eine Möglichkeit. Ich muss es mir nur überlegen, wie ich das mache. Ob ich weitermache oder ob ein anderer Coach hier zu Milan geht. Jetzt wieder konzentriert spielen. Die nächste Partie ist gegen Udinese. Und fast das 3:1 für Olympiakos.
Stark. Medic. Oh, Fehlpass. Kamara, Bruma. In der nächsten Folge dann Udinese. Oh Gott, was für ein Fehlpass, und wir nutzen es natürlich eiskalt aus. Olivier Giroud 4-0. Das war jetzt ein Geschenk für uns. Kein Abseits. 4-0, was für ein Tor. Olivier Giroud mit seinem dritten Treffer hier. Die haben richtig Bock hier. Gegen Atletico kann man schon mal verlieren. Aber das war das erste Spiel seit langem mal wieder in der Champions League. Aber die Siege in der Liga gegen Inter, gegen Sampdoria, gegen Empoli, gegen Hellas Verona. Sie haben dafür gesorgt, dass wir hier klar die spielbestimmende Mannschaft sind und mit 4:0 jetzt nun in Führung liegen, weil wir einfach bombastisch drauf sind. Fortunes. Lala. La 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 la. Bruma. Bisschen Spaß muss auch sein. Chaka. Oh. El Arabi. Valbuena. Gut, gut von Kier, sehr gut von Kier. Und jetzt kann es schnell gehen über sehr gute Stationen. Giroud, ganz stark, wie er sich dort in der Drehung bewegt, aber dann den Ball verliert. Das war nicht so stark. Und dieser Ball war stark auf Hollebas. Und den Ball muss man doch machen, na was, ohne Probleme. Cavani kommt jetzt nochmal für den kaputten Ibrahimovic neu in die Partie. Oh, was für ein Ball hier auf Castillejo. Das ist mir auch noch nie so oft gelungen. Wenn der auch noch jetzt reingeht, Alter Schwede. 5:0. Olivier Giroud, Dreierpack. Aber was für ein starker Ball von Romagnoli. Milan ist jetzt eindeutig wieder angekommen in der Champions League nach 2014. Der italienische Meister. Handspiel nochmal von Cavani. Klar ist Olivier Giroud Spieler des Tages, darüber braucht man nicht reden. Und jetzt ein starker Ball auf Cavani von Giroud. Das ist unglaublich. 6:0. Es geht viel zu einfach für Milan. Das ist wirklich stellenweise brutal effizient. Mit 6:0 gewinnen wir das zweite Champions League Spiel gegen Olympiakos Piräus, und mit einem Kantersieg beenden wir den heutigen Part.
Drei Versuche hat Giroud gebraucht, drei Tore. So kann es gerne weitergehen. Nächste Aufgabe in der Champions League ist dann der FC Liverpool, was natürlich nicht einfach wird. Liverpool hat verloren gegen Atletico 2-1. Dann ist was drin gegen Liverpool. Auf jeden Fall jetzt, ich bin enttäuscht, dass ich nicht spielen durfte. Ich weiß, sie sind da was, aber ich denke, dass ich gut gespielt hätte. Du hast hier gespielt. Dalot möchte sich bedanken. Fantastische Leistung und du bekommst deine Chance. Jawohl, drei neue Nachrichten. Transferangebot für Antonio Donnarumma, das werde ich ablehnen. Leihe von Maldini ist abgelehnt an Wendler. Und Sperre ist abgelaufen bei Andrea Conti. Okay, und damit, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Die nächste Episode wird dann auch sehr hochklassig gegen Florenz und gegen Liverpool werden wir spielen. Und ebenfalls gegen Udinese. Das war ein richtig erfolgreicher Part mit drei Siege, dreimal zu null und mindestens mit drei Treffern. So kann man Meister werden. Das letzte Spiel ist dann gegen Lazio. Also diese Folge kommt dann am Dienstag womöglich raus. Dann Cagliari, Sassuolo und Lazio am Donnerstag. Und der November dann gegen Liverpool, Crotone und Bologna am Samstag wieder. Und Atletico sowie Roma dann wieder am Dienstag. In 2 Wochen. Auf jeden Fall, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wir sind auf Platz 1 mit 18 Punkten. Und wenn euch dieses Video auch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und damit verabschiede ich mich hier. Macht es gut, haut rein und bis bald.